So, nachdem Sie nun die Koeffizientenmatrizen, genau genommen die erweiterten Koeffizientenmatrizen, erstellt haben, gehen wir jetzt dazu über, mal die grundlegenden Matrizenoperationen, das heißt das Rechnen mit Matrizen zu besprechen. Dabei ganz wichtig zur Bezeichnung, die Koeffizienten der Matrix, der Koeffizientenmatrix aus Aufgabe A heißt A, aus Aufgabe B entsprechend B, das heißt auf Aufgabe C, C. Ich denke, das haben Sie verstanden. Wenn ich jetzt mit Matrizen rechne, dann gibt es erstmal Addition, danach lernen wir die Subtraktion kennen und dann noch zwei Arten von Multiplikation. Addieren kann man nur, wenn die Matrizen, wie man so schön sagt, die gleiche Ordnung haben. Das heißt, wenn jeweils beide die gleiche Anzahl von Zeilen und Spalten haben, also die müssen wirklich gleiche Zeilenzahl und gleiche Spaltenzahl haben, denn was tut man, wenn man die Matrizen addiert? Man legt sie im Prinzip aufeinander, muss immer die passenden Elemente addieren. Wie sieht das aus? Nehmen wir unsere Matrix, Koeffizientenmatrix A und die Koeffizientenmatrix B. Und jetzt wollen wir die beiden addieren. Das heißt, wir legen jeweils die entsprechenden Elemente übereinander und das Ergebnis 1 plus 2 gleich 3 schreiben wir dann da drüben hin als Ergebnis. Dann nehmen wir die nächsten beiden Elemente an derselben Stelle, A 1, 2 und B 1, 2 und rechnen 1 plus 1 sind 2. Dann können wir hier A13 und B13 nehmen und zusammenrechnen, kommen wir auf 2. Das können wir für die nächste Zeile machen. 2 und minus 1, jeweils plus, ist dann 1. Dann haben wir hier noch 1, minus 1. 1 plus minus 1 ist 0. Dann hätten wir hier noch minus 1 plus 1 ist ebenfalls 0. Dann können wir hier noch die 1 plus die 3 rechnen, sind 4. Die minus 1 plus die minus 1 sind minus 2. Und 1 plus 1 sind 2. Vergessen Sie nicht zum Abschluss eine Klammer drumherum zu machen, dann ist die Matrix auch fertig und dieses ist die Matrix A plus B. Sehr ähnlich läuft es bei der Subtraktion. Man nimmt wieder Element für Element, also hier die 1 und die 2. Nur, dass wir sie nicht jetzt addieren, sondern voneinander abziehen. Das heißt, 1 minus 2 ist minus 1. Dann hätten wir zu bieten, 1 minus 1 ist 0. Als nächstes ist es dann 1 minus 1 ist wieder 0. So geht der Spaß weiter. Wir haben das, glaube ich, so langsam durchdrungen. Das heißt, 2 minus minus 1, also 2 plus 1, sind 3. Dann als nächstes ausführliches Beispiel 1 minus minus 1 sind 2. Denken Sie daran, minus minus gibt plus. So, jetzt den Rest noch. Minus 1 minus 1 sind minus 2. 1 minus 3 sind minus 2. Minus 1 minus minus 1 sind 0. Und 1 minus 1 sind ebenfalls 0. So, das war Addition und Subtraktion. Gucken Sie sich das genau an. Es ist im Grunde genommen sehr einfach. Dann gibt es, das muss man kurz unterscheiden, zwei Arten von Multiplikation. Die erste ist im Prinzip Multiplikation mit einem Skalar, nennt man das. Das ist nichts anderes als eine Zahl, irgendeine Zahl aus R. Und was passiert da? Man multipliziert eine Matrix mit einer Zahl, indem man jedes Element der Matrix mit dieser Zahl multipliziert.
nehmen wir unser Beispiel hier, die Koeffizientenmatrix A multipliziert mit 5. Das wäre 5, 5, 5, 10, 5, minus 5. Jedes Element mit 5 multipliziert gibt die neue Matrix 5a. So, das können Sie sich auch im Prinzip so vorstellen, als würden Sie in einer Tabelle Einträge in Euro in zum Beispiel Dollar umrechnen. Nichts anderes passiert bei einer solchen, man nennt es auch skalare Multiplikation. So, wenn man zwei Matrizen miteinander multipliziert, dann muss man darauf achten, dass die Spaltenzahl der ersten Matrix, also die, die vorne steht, A zum Beispiel, multipliziert mit B, da muss B gleich Zeilenzahl haben wie die Spaltenzahl der Matrix A. Wenn man jetzt also einen einfachsten Fall, einen Zeilenvektor mit einem Spaltenvektor multipliziert, da muss der Zeilenvektor m Spalten haben. Hier zum Beispiel haben wir einen Zeilenvektor mit 4 Spalten. Und einen Spaltenvektor mit m, auch wieder m Zeilen haben. Hier haben wir einen Spaltenvektor, Spalte deshalb, weil er hier in der Spalte steht, mit 4 Zeilen, 1, 2, 3, 4. Und das Ganze können wir jetzt multiplizieren, indem wir immer die passenden aufeinander projizieren. Der erste mit dem ersten, das heißt 1 mal 5. Und dann geht das Ganze weiter. Plus. Dann nehmen wir den zweiten mit dem zweiten. Also 2 mal 6. Addieren das mit dem Produkt der beiden Dritten. Also 3 mal 7. Und das Ganze wieder multipliziert mit dem Produkt, addiert zu dem Produkt 4 mal 8. Hier fehlt noch das Pluszeichen. Hier hinten das gleich. So. Allgemein sieht das Ganze ziemlich eklig aus, wenn man das als eine allgemeine Formel aufschreiben möchte. Dann kann man das, ich hatte das ja eben oben für die allgemeinen Formeln für die Addition und die Subtraktion geschrieben. Man kann das auch für die Multiplikation hinschreiben. Wenn die Matrix A aussieht, dass sie die AIJ-Elemente hat, wichtig ist, wenn das eine M Kreuz N-Matrix ist, dann muss die Matrix B mit den Elementen B, I, J eine Matrix sein, die genauso viele Zeilen hat, also wie die andere Spalten. Also haben wir M Kreuz, die andere Zahl kann beliebig sein, völlig unwesentlich. Wenn ich die beiden dann multipliziere, dann A mal B ist eine Matrix C und die CIJ, wie die aussehen, schreibe ich gleich hin. Aber die Matrix hat die Dimension dann M Kreuz P. Das heißt, die verändert ihre Größe und passt sich der ursprünglichen Matrix an. Wobei die CIJ, wenn man das aufschreibt, sieht sehr, sehr unschön aus. Das ist nämlich eine Summe R gleich 1 bis N und zwar A, I, R ist fest erstmal und dann B, R, J. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht wichtig, dass man sich das merkt. Entscheidend ist, dass man das macht. Oder kann, rechnen kann.
Zum Rechnen gibt es eine Vereinfachung, ein vereinfachtes Schema. Das nennt sich das sogenannte Falk-Schema. Dazu wird wenn man das hier jetzt mal, wir machen es mal mit einem Zahlenbeispiel. Hier haben wir unsere Koeffizientenmatrix A. Dies hier ist unsere Koeffizientenmatrix B. Und jetzt wird die in ein sogenanntes Schema geschrieben, und zwar so ein quadratisches. Dazu nimmt man die Matrix B und verschiebt die nach oben. Leider will das Verschieben hier im Moment nicht so richtig. Jetzt mal hier also wieder Retour machen, minus 1, 1. Das hier ist also unser B, das steht jetzt oben, und dann könnte man hier so eine Art Quadrat hin machen. Und jetzt haben wir wieder, wenn man uns das anguckt, können wir sagen, okay, wir haben hier einen Zeilenvektor und einen Spaltenvektor. Wie das ging, das haben wir eben schon mal geübt. Und zwar haben wir gesagt, das ist 2 mal 1 plus einmal minus 1 plus einmal 3. Also erst der multipliziert mit dem, dann plus dem multipliziert mit dem und dann plus dieses Element multipliziert mit dem. Das ergibt 4 und diese 4 wird an diese Stelle geschrieben. Das können wir jetzt ein bisschen farblich noch weiter treiben, wenn man jetzt hier den nächsten sich anschaut. Diese Richtung. Dann haben wir einmal 1 plus einmal minus 1 plus einmal minus 1 und das gibt eine minus 1 und die kommt an diese Stelle. Dann können wir das Ganze, ich habe hier noch so ein schönes Gelb, sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Aber das Prinzip haben Sie wahrscheinlich auch schon begriffen. Einmal 1 plus einmal 1 plus einmal 1. Also an diese Stelle kommt eine 3. Nächste haben wir 2 mal 2 plus einmal minus 1, ups, da fehlt eine Klammer, plus minus 1 mal 3. Das sind dann also 4 minus 1 minus 3 gibt eine 0, die man an diese Stelle schreibt. Und wenn man das jetzt weitermacht, dann haben wir hier 2 minus 1 plus 1, gibt hier also eine 2. Und jetzt noch die restlichen. 1 mal 2 sind 2, plus 1 mal 1 sind 3, minus 1 mal 1 sind wieder 2. Dann haben wir noch 2 mal 2, nee, 2 mal 1, Entschuldigung, diese hier vorne, plus minus 1 mal minus 1, was 1 ist, plus 1 mal minus 1, also ist das. Ach halt, einmal 3. Ich eine Zeile versprungen. 2 plus 1 plus 3 sind 6. Kommt hier eine 6 hin. Dann haben wir hier noch im Weiteren die Zahlen 1 und 1. Achten Sie bitte darauf, dass im Gegensatz zu der Zahlenmultiplikation, wo
A mal B gleich B mal A. Für A und B aus R gilt A, das für die Matrizen nicht in der Regel. Hier muss man aufpassen. Sie können gern nachrechnen, dass hier zum Beispiel gilt B mal A ist 5, 2, 2. Minus 2, minus 3, 1, 2, 1, 5. Bitte rechnen Sie jetzt auf dem Übungsblatt die Aufgabe 2, das heißt die restlichen Koeffizienten Matrizen mal miteinander multiplizieren. In dem Dokument finden Sie dann die Lösungen. Dankeschön.